Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 3. So, ich will hier jetzt einmal ich will jetzt einmal speichern, bevor ich gegen den Tempelkrieger den Tempelkämpfern. So, was ist jetzt mit den Tempelkämpfern? Das sind nicht nur irgendwelche Kämpfer. Oh nein, der eine war der Torwächter von Ishtar. Und der andere hat überall in der Wüste Nomaden gejagt. Beide haben sich den Job in Bakaresh verdient. Und mehr Männer umgehauen als alle Barbaren zusammen. Schon gut. Du weißt, was ich will. Also, ich will kämpfen. Her mit den Tempelkämpfern. So sei es. Der Kampf um die Krone soll beginnen. Unsterblicher Ruhm für den Sieger. Den Mund voll Saft für den Verlierer. Viel Glück, Kämpfer. Ich bin sehr gespannt, wie lange du das durchhältst. So, ich hoffe, ich schaffe das. Wir müssen erstmal noch was futtern. So, bevor wir runtergehen. Denn was aber nützt euer Gold im Angesicht von Beliars unerbittlichem Zorn? Wenn sein Zorn erweckt ist, ist es zu spät. Ich speichere vielleicht jetzt nochmal, weil den Kampf will ich auf jeden Fall durchziehen. So, warten die da schon? Da sind sie schon. Gegen zwei gleichzeitig. Die warten schon auf mich. Ich werde dich besiegen! Okay, das, Okay, warte mal. Das könnte doch ein bisschen schwieriger werden. Okay, warte mal. Dann laden wir noch einmal. Bevor wir da runtergehen. So, das ist doch ein bisschen schwerer, als ich gedacht hatte. So, einen Moment. Und jetzt. Vielleicht muss ich das ein bisschen schlauer machen oder so, keine Ahnung. Ich werde dich besiegen. Da! Alter, okay, gegen zwei gleichzeitig wird schwer. Gegen zwei gleichzeitig, das ist echt schwer. Es wird aber auch langsam Zeit, dass ich mir eine bessere Rüstung irgendwie organisiere. So, ich hätte gerne eine Paladin-Rüstung, also die für 60.000 da. Ich werde dich besiegen. Da! 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 Jau! Machen wir vielleicht ein andermal. Scheiße. Das machen wir vielleicht doch ein andermal. Ist doch ein bisschen viel zu schwer. Ich will dieses Flammenschwert haben, was hier jetzt auf dem Bild war. Was ist das eigentlich für ein Schwert, was ich hier... Wenzelschwert. Das benutzen wir die ganze Zeit schon. Und dann werden die erzittern, die seinen Zorn auf sich gezogen haben. Ich glaube, hier machen wir ein andermal weiter. Was haben wir bisher für einen Ruf hier in Bakaresh? 85. Kann ich dem noch Zeig was verkaufen? Zeig mir deine Ware. So, ich könnte ihn das hier verkaufen. Die Dinger. So, hier haben wir nichts. Hier haben wir nichts. Pelznessel. Krötenwurz. Eisenhalm. Oberblatt. Snapperkraut.
Grundstöcke behalten wir. Morgentau. Zauberwurzel. Dann Feuernessel auch nochmal weg. Mana-Pflanze. Königsdistel kann weg. Waldbeeren. Heilwurzel. Sonnenkraut. Dämonenpilz kann weg. Kaktusblüte kann weg. Blutschilf kann weg. So. Obwohl, der gibt 75 Schaden und ist vergiftet. Und der gibt nur 70 Schaden. Ich würde mir vielleicht doch den... Zeig mir dann. Assassinenschwert gönnen. Guter Rat von mir. Waffe weg. Du hast dich richtig entschieden. Ja, ich hab nur geguckt. Ich will's mit denen vielleicht nochmal versuchen, da reinzugehen, wenn die vergiftet sind. Vielleicht bringt das was. Ich werde dich besiegen! Oh. Nope. Mit der Waffe gehen wir nicht da rein. Wir kommen später wieder. Wir werden das noch machen. Also, ich will dann erst einmal schauen, dass wir irgendwie... wir müssen auch auf jeden Fall skillen. Wir haben noch Lernpunkte offen. Hier 11 Stück. Und dann vielleicht doch in Erzwaffenschmieden investieren. Waffen aus reinem Erz, das will ich auch auf jeden Fall hin. So, Schürfer, weiß ich nicht. Klinge schärfen, das auf jeden Fall. Fehlt mir noch ein Punkt. Das kann ich nur hoffen. Und eine Rüstung verbessern, da bräuchten wir nochmal 31 Punkte. Dann will ich schauen, dass wir das vergiften können. Dann will ich nochmal nach Benzala gehen. Ah, Ruckel. Heilwurzel. Da können wir ja Schmiede nochmal ein bisschen lernen. Ich würde dann den einen Punkt da wirklich in Schmiedetalent investieren. So, die Kräuter nehmen wir mal wieder mit. So, Königsdistel. Gehen wir wieder nach Benzala. Kümmern uns mal da um die Untoten. So, Zauberwurzel. Noch ein Dämonenpilz. Pelznessel. Wenn wir aber auch nochmal auf die Map gucken. Morasul und Ishtar fehlen uns noch. Dann haben wir hier alle Orte einmal besucht. Und dann wäre nur die Frage, da ist wieder so ein seltsamer Pilz. Dann wäre dann wirklich nur die Frage, wie wir dann in Nordmar auch noch weiter vorgehen. Was soll, wirklich, was ist das? Was hat es mit diesen seltsamen Pilzen auf sich?
Die sind mir eh misstrauisch. Beziehungsweise, warte mal. Hier der Kampf um den Titel. Hier die Rettung von Ben Sala, die Ruine, Plündergut, das Geschäft mit Basir. Hier Kopfgeldjagd, Shakir, der Wüstenlöwe, Sibos flauschige Träume. Hier Crawlerjagd, ein schmutziges Geschäft, Kopfgeld Ben Erai, Kopfgeld Hurid, Kopfgeld Jespers. Luca muss verschwinden, 10 Kaktusblüten. Hier Kopfgeldjagd Braga, Kopfgeldjagd Azura. Und hier Murasul waren wir schon. Wann waren wir in Murasul? Der Mörder von Ramirez findet den 4. Tempelschlüssel von Murasul. Wann waren wir in Murasul? Ach stimmt, wir sind ja den Weg hier gegangen, oder nicht? Egal, wir kümmern uns um die Untoten und lernen noch mal ein bisschen was in Schmied. Vorausgesetzt, ich komme hier wieder hoch. Bin gespannt, ob auch die ganzen Untoten hier gerespawnt sind, obwohl sieht eher nicht danach aus. Hier liegen die immer noch alle tot rum. Da sehe ich noch einen Knüppel. Bestimmt da oben gibt es auch noch welche von den Untoten. So, Enzo, bring mir was über das Schmieden bei. Bring mir was über das Schmieden bei. Erstmal einen Lernpunkt. Und wie kann ich schwere Rüstung richtig nutzen? Dazu bist du noch nicht bereit. Ah, okay. Wie schärfe ich meine Klinge? Geh an den Schleifstein und leg los. Zieh die Klinge langsam von links nach rechts und schleife sie regelmäßig. Das macht sie schön scharf. Okay, gelernt Klinge schärfen. So, Schürfen, wie ich eine Erzwaffe schmiede. Muss ich auch nochmal machen. Kann ich hier ein Breitschwert machen? Dazu fehlen mir die Zutaten. Wolfsfell, Rohstahl. Habe ich Rohstahl verkauft? Wo ist das Schleifstein? Hat er hier keinen Schleifstein? Nur ein Amboss. Speicher nochmal. So, hier ist noch ein... Hier ist ein Schleifstein. Nein, ich wollte den Schleifstein benutzen. Assassinschwert? Das bringt nichts. Waffen... Okay, das ist... Das finde ich nice. Warte mal. Also das ist geschärft nochmal plus 10, ist vergiftet. Jetzt Klingenschaden 85. Hier geschärft und gesegnet. Der macht 100 Schaden mittlerweile. Bleiben wir bei dem dann. Wenn der jetzt insgesamt 100 Schaden macht... Wenzelschwert. Da sind noch ein paar Untote. Die sollen herkommen. Jo. Übertreibt nicht.
Da! 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 Da sind noch mehr. Jetzt habe ich ein Problem. Wenn da unten welche sind und hier nochmal zwei. Da! 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 Oh! Ich habe wirklich jetzt ein Problem. Da, da. Ja. Ja. Okay, das war... Das war jetzt mies. So, komm. Obwohl, das Reis müssen wir auch mal loswerden. Die geben zwar nur 4 Gesundheit. Aber dann sind wir die zumindest auch mal los. Irgendwer niest hier. Das höre ich doch. So. Komm schon. Bisschen schneller. Gleich haben wir keinen Reis mehr. Aber das ist ja das Ziel. Ich will den Reis ja loswerden. So. Speichern. Was packen wir stattdessen jetzt auf die 8? So, wir haben wieder rohes Fleisch. Sonnenkraut, Heilwurzel. Speichere ich noch einmal. Ja, komm her. Da. So, der kommt jetzt auch noch da hinten. Bis der da ist, ist die Ausdauer wieder voll, immerhin. Und ist ein Zelt. Da! 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 Oh. Hä? Wieso hat er den Schild nicht benutzt? Kommt noch einer? Nö. So. Machen wir einen Wechsel. Ausgewogene Ernährung muss ja sein. Speichern. Wie viele Untote gibt es denn hier noch? Das ist doch kein Zelt. Ich dachte, das wäre ein Zelt. Ich glaube, da oben gab es noch einige von den Untoten. Wie viele Untote gibt es denn hier noch? Wir müssen auch noch in Richtung Tempel. Das Ding da wahrscheinlich. Da sind auch sehr viele Untote. Da haben wir... Hier sind nur 2. Davon sind gleich 3. Da ist auch noch ein Tempel.
Hängt das damit zusammen vielleicht? Ist das der Tempel, von dem die geredet haben? Nein. Da. Kann es sein, dass die einfach keine anderen Angriffe kennt? So, den da noch. Da sind sehr viele. Da, die Zombies sind am Niesen. Da. Da. Nein. Okay, das ist jetzt ein bisschen doof. So, ein bisschen Abstand gewinnen. Bin jetzt aus Versehen zu denen hingerannt. Da, da! Okay. Nochmal was futtern. So, komm schon. Speichern und dann die drei. Kommen sie? Oder bleiben die da stehen? Okay, der erste kommt. Muss nun nah genug an den dran sein. Ja. Wo ist sein Knüppel? Wo ist sein Knüppel hingeflogen? Einfach nah genug dran sein, dann kommen die. Ausdauer. Ja. Aber wo ist sein Knüppel hin? Das gehört auch nochmal gespeichert. Das ist ja jetzt doof. Ein bisschen Abstand gewinnen. Eine Haltung. Ah, da ist der Knüppel. Da! So. Seiner ist weg. Doch, doch nicht. Da war der. Okay. Jetzt wieder was futtern. Dann die Zombies da oben. Noch irgendwie erledigen. So, mein Stuhl ist wieder runtergerutscht. Einen Moment. Echt, ich brauche dringend wieder einen neuen Stuhl. Der ist irgendwie kaputt hinüber. Dass der immer wieder hier runterrutscht. So, nochmal speichern. Rastloser Speer. Wie viele sind denn das? Okay, aber keiner kommt angelaufen. Okay,
Ich sehe niemanden dort im Wald jetzt, also hinterm Baum. Machen wir erstmal den, weil der näher ist und anvisiert sein möchte. Ich glaube, das ist wirklich hier oben der Tempel. Da links, links vom Baum sind auch nochmal zwei. Der möchte jetzt unbedingt den da anvisieren. Aber das muss irgendwie ein Bug sein, dass die sich nicht bewegen. Umso besser für mich. Ich kann den jetzt nicht mehr sehen. Ja, super. Den an. Da ist noch ein rastloser Späher. Wie nah kann ich ran? Okay, dann machen wir den. Sind beides rastlose Speer? Sieht so aus. Na, einer ist Zombie. Na, ich mag das gerade, dass die sich einfach nicht bewegen. Erstmal den. Ich wünschte, ich könnte ein bisschen ranzoomen. So, dann wieder den hier. Ach komm. Nice, den haben wir. Komm, den haben wir gleich. Komm schon. Okay, den haben wir auch schon. Ja. Okay, die drei noch. Ah, hier ist der eine. Perfekt. Das heißt, gleich alle nochmal ablooten hier. Besuchen. Ich frage mich jetzt, wie viele Pfeile ich überhaupt noch habe. Okay, dann erstmal den. Wieso treffe ich den jetzt nicht mehr?
Nur noch der da übrig? Anscheinend. Ich weiß jetzt nicht, ob da noch mehr sind, die ich nicht sehe gerade. Ja, sind da. Da sind noch ein paar. Okay. Sind hier aber auch verdammt viele. Ein bisschen übertrieben viele Zombies sogar. Und ich weiß nicht, wie viele hier noch sind, die ich gerade nicht sehe. Und wie lange noch, bis der jetzt down ist? So, der wird anvisiert. Jetzt wieder nicht mehr? Doch. Ich finde, der Held sollte das, wo mein Cursor ist, auch markieren. Mit der Lebensanzeige. So, zwei Schuss. Ne, ein Schuss. Die Ruine. Ruf. Okay. So, jetzt sehe ich nichts. Perfekt. Wir müssen jetzt alle weg sein. So, Knüppel. Und Herrscherkraut. Der hat nichts mehr. So, der hatte noch einen Knüppel. Das war die Ruine, okay. So, was? Verwandlungstrank? Nehme ich trotzdem mal alle mit. So, noch ein Knüppel. Und hier noch ein Knüppel. So, jetzt ist die Frage, für wen war die Quest nochmal mit der Ruine? Ich will immer Dings erfolgreich. Hier Ben Sala. Die Ruine für Daro. Okay, dann dürfte hier oben jetzt aber auch niemand mehr sein. Dann ist nur noch die Wüste da hinten irgendwie belagert damit. Wie viele Teleportsteine haben wir jetzt? 2 nach Gotha haben wir, okay. So, Daro. Deine Männer sind tot, ich habe sie erlöst. Deine Männer sind tot, ich habe sie erlöst. Verdammt sei die untote Brut! Nimmt dieser Wahnsinn überhaupt kein Ende? Wie sieht es jetzt mit dem Tempel aus? Wie sieht es jetzt mit dem Tempel aus? Es ist ein gefährliches Unternehmen. Wenn es einer schaffen kann, dann du. Geh zu Dolok. Er soll dich begleiten. Lieber nicht. Oder warte. Ne, das, Tempel. Nicht, nicht die Ruine. Wo ist Dolok? Das Joel? Goyres? Wie auch immer. Wie viel brauchen wir noch für die nächste Stufe? Auch nicht mehr viel.
Nein! Egal. Bis zum nächsten Morgen. Ich wollte nicht das Geld klauen hier. Also ich glaube schon, dass das da hinten ist. Mit der Ruine. Also mit dem Tempel. Das da. Weil dort drumherum waren sehr viele Untote. Also es kann nur damit zusammenhängen. So, Feuernessel nehmen wir nochmal mit. Hier sind nochmal vier Zombies. Der eine hat uns schon im Visier. Ach so. Ich finde schön, dass die auch niesen, die Zombies. So, da kommt schon der nächste. Ich glaube, bis dahin habe ich den schon besiegt. So, Knüppel nehmen wir mit. Und dann nochmal was voran. Dann sind das halt nur die beiden da. So, noch ein bisschen. Einmal noch. Speichern. Komm du her. Der sieht mich nicht. Jetzt. Nein! Ist immer wieder schön, hier drauf zu gehen. Ja, okay, ist dann halt so. Dann gehen wir halt öfters mal drauf. Egal. So, was mit dem? Kann ich den vielleicht anlocken dann? Oder auf der Seite? Gibt es hier noch welche, die mir im Weg gehen könnten? Ne. Was ist mit dem? So, die da oben lassen mich in Ruhe. Okay, da ging diesmal flott. Okay, hier sind gleich deutlich mehr nochmal. 2, 4, 6, 7. So, jetzt kommt er. Er musste mich nur lang genug ansehen. Oh. Ah.
So. Wie machen wir das mit den beiden jetzt? Da, da, da. Oh, da. Nein! Das ist doof gewesen. Vielleicht dann doch anschießen. Erstmal ein paar anlocken. Mit Pfeilen erstmal kaputt machen. Irgendwie so in der Richtung. So. Wie die jetzt alle angeschissen kommen. Den ersten haben wir von der Truppe. Und den. Ich versuche mich mal da irgendwo hin zu bewegen, wo nicht so viele von denen sind. Die sind aber auch verdammt schnell in dem Tempo. No! Autsch! Okay, machen wir so. Dann haben wir den einen Pfeil jetzt irgendwie. Dann brennen die halt ein bisschen. Der hat aufgehört zu brennen. Hier sind noch ein paar. Dann nehmen wir sie alle mit. Mit den Feuerpfeilen. Komm, wir nehmen sie alle mit. So, war hier nicht noch... Da waren noch welche, hallo? Ihr da, hier geblieben. Versuche ich mal alle zusammen zu locken. Könnte lustig werden. So, der greift schon an. Was ist mit dir? Hier geblieben. Hallo. Okay, das war jetzt nicht so. Hier, die will ich auch noch. Die sollen auch bitte herkommen einmal. Dann haben wir hier 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 Zombies. Der soll bitte hier bleiben. Hallo. Da! So, kriegen wir alle besiegt?
So, die sollen bitte alle brennen hier. So, und die sollen bitte auch noch dazukommen. Eine Mumie ist auch noch mit dabei, okay. Mumien bin ich doch nicht so ein großer Fan von. Wo sind die anderen hin? Waren da nicht noch ein paar mehr? Oder sind die schon abgehauen? Nice. So, was das? Sind die alle? Die Mumie ist zurückgegangen, okay. So, wer ist hier jetzt abgebrannt? So, die Mumie mit ihren Boxkämpfen hier. Finde ich am schlimmsten eigentlich. Achso, habe ich keine Flammenpfeile mehr. Warte mal, was für Dings benutze ich jetzt gerade? Aber doch nicht die Kopfnuss, oder? Okay, ist pausiert. Klingenbolzen. Doch, die Kopfnuss. Und benutzt er die Kopfnuss? Wir haben aber auch keine Pfeile mehr. So, im Faustkampf will ich nicht gegen dich antreten, ja? Der hat nichts. So, wir müssen irgendwie irgendwoher wieder Pfeile organisieren. Können wir auch Pfeile selber herstellen? Irgendwie die Knüppel vielleicht doch irgendwie zu Klump hauen und dann Äste draus basteln und dann eine Pfeilspitze dazu? So, das gehört auf jeden Fall gespeichert. Wir haben wieder 11 Lernpunkte. Stufe 34 haben wir sogar schon. So, da brauchen wir noch ein bisschen Schmiedekunst. Wir könnten Erzwaffen schmieden lernen. So, und auch erstmal wieder was voran. Komm schon. Nochmal speichern.
Und einmal gucken, ob da noch überhaupt wer ist. Wo wir gerade waren. Hier irgendwo waren wir doch, ne? Hier. Naru? So, und wer liegt hier? Da sehe ich schon die Nächsten. Ja, komm her. Jetzt hau drauf. Okay, hier brauche ich jetzt definitiv einen Heiltrank. Und den da noch. Ey du, komm mal her. Die Musik habe ich schon lange nicht mehr gehört. Okay, einmal kurz hierhin und Heiltrank. Okay, noch ein Heiltrank. Gut, dass der jetzt da gewartet hat. Okay, das speichern wir. So, mal gucken, wie schnell wir die jetzt erledigt kriegen. Ich glaube, wir müssen Pfeile kaufen gehen. Ich glaube, Headshots bringen nicht so viel. Kann das sein? So, aber hier haben wir dann, glaube ich, jetzt erstmal alles freigeräumt. Der Seite. Oder zumindest den Weg bis hierhin. Keine Ahnung, wie es hier jetzt aussieht. Da sind noch welche. Und da ist noch eine Höhle. Wir gehen aber erstmal die Lernpunkte ausgeben. Na, einmal kurz zurück. Ich weiß nicht, ist das hier schon verbraucht mit dem Geschäft? Nö. Kann das verbraucht werden? Aber erstmal haben wir hier drumherum alles. Oh komm, wir können auch nochmal kurz grillen. Wir haben ja ein bisschen Fleisch. So, rohes Fleisch, 5 Stück. Dann haben wir wieder 11.
So, Enzo. Bring mir was über das Schmieden bei. So, was kann er noch machen? Das nicht? Wie ich eine Erzwaffe schmiede? Zeig mir, wie ich eine Erzwaffe schmiede. Da gibt's nicht viel zu wissen. Das Prinzip ist das gleiche wie beim Waffenschmieden. Rohling heiß machen, bearbeiten, abkühlen. Aber so eine Erzwaffe braucht natürlich einen Erzrohling. Mhm. Okay, was muss ich über Schürfen wissen? Was muss ich übers Schürfen wissen? Da gibt's nicht viel zu wissen. Hau die Spitzhacke in den Fels und fang an zu hacken. Aber mach regelmäßige Schläge. Dann holst du mehr Brocken aus dem Stein heraus. Ah. Okay, dann hier fehlen noch 15. So, gucken wir mal hier. Jetzt Schürfer und hier Waffen aus reinem Erz schmieden. So, da, und halt das hier fehlt noch. Da kriegen wir das hier auch noch wahrscheinlich voll. Danach würde ich mal schauen, ob wir das hier vielleicht voll machen. Oder das hier voll machen. Gehen. So. Obwohl das mit Meucheln, fände ich schon interessant. Also von hinten heranschauen, ihn durch einen gut gezielten Stich töten. Bin ich im Weg, Enzo? Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Hat er hier einen Rohling? Er hat Rohstahl. Langschwert, Meisterschwert. Bauplan für die Rubinklinge. Jawohl, Meisterschwert. Was kann ich ihm dafür andrehen? Das Assassinschwert, die Dinger. So, Klingbolzen. Und normale Bolzen. So, dann den und den geben wir ab. Dann das hier können wir abgeben. So, Wasser darf er haben. Das darf er haben. Ist doch Krankheit, genau. So, Herrscherkraut, maximale Lebensenergie. So, das erstmal weg. Sonnenkraut, Heilwurzel, Waldbeere, Königsdistel, Feuernessel, Zauberwurzel, Kronstöckel, Snapperkraut kann weg, Ogerblatt, Eisenhalm, Felsnessel. Sonst haben wir hier ein Erzrohling haben wir, okay, 4 Stück. Können wir gleich mal ausprobieren. So, was bräuchten wir für ein Meisterschwert? Ein Erzrohling und 2x Katana. Ein Prunkstück varantischer Schmiedekunst mit scharfem Schliff und benötigtes Jagdgeschick 210. Voraussetzung Schwertmast. Klingenschaden 110, selbstgeschmiedet nochmal plus 10. Bonuslandmeister der 2 Klingen. Ah, okay. Warte mal, könnten wir dann auch... Breitschwert ausdings? Ne, da können wir nur Rohstahl. Ach, ich krieg einen Bonus für Landmeister der 2 Kinder. Wenn ich dann 2 davon mache. Hat er 2 Katanas für mich? Zeig mir deine Ware. Assassinschwert, Assassinmesser, Knüppel. Der hat keine Katanas, ne? Würde ich hier noch einmal mich ins Bett legen. So, bis zum nächsten Morgen. Und dann würde ich sagen, machen wir hier in der nächsten Folge weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.